Hallo und herzlich willkommen, liebe Judo-Freunde, zu Dust 514. Das kann man aktuell im PlayStation Store runterladen, kostet eigentlich gar nichts. Wenn ihr im deutschen PlayStation Store seid, kostet es natürlich was. Da kostet es eine Plus-Mitgliedschaft. Aber das wollen wir nicht, das ist scheiße. Also man bekommt das Spiel Dust 514 umsonst im AT-Store oder im Ami-Store. Da kriegt ihr es kostenlos, könnt ihr runterladen, 2,3 GB groß. Und wir spielen hier jetzt Domination, das ist so eine Art Team Deathmatch, kann man sagen. Man muss da einen Kontrollpunkt einnehmen und quasi halten. Ganz klar mit Gegnern natürlich und so weiter und so fort. Die Waffen, wo ich jetzt hier dabei habe, sind ganz normalen Anfangsknarren hier. Ich glaube, das ist eine. Hab quasi einen Sturmsoldat und das ist auch die Knarre vom Sturmsoldat, also ganz normal, alles Grundeinstellung quasi. Und jetzt schauen wir mal, das Spiel ist sehr, sehr umfangreich, man kann da so viel machen und ich persönlich habe keine Ahnung, was man nur alles verstellen kann. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig scheiße. Also sprich, man muss da, wenn man jetzt da einmal stirbt, muss man Waffen nachkaufen und Rüstung nachkaufen. Also sprich, einmal sterben, verliert man seine komplette Rüstung und seine komplette Waffen. Das ist ein bisschen kacke, aber kann man eigentlich für wenig Geld wieder nachkaufen. Da ist schon einer. Jawohl, das war der erste Kill. Ich versuche immer so eine, dass ich eine Pluskarte irgendwie hinkriege. Irgendwie. Ja, den haben die Kollegen im Griff, den kriege ich nicht. Auf jeden Fall, das Spiel ist sehr umfangreich. Der Release von dem Spiel war, wenn mich nicht alles täuscht, am 15. Mai 2013. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, sowas habe ich im Kopf. Und da ist der nächste. Mal gucken, ob wir den kriegen. Ah, Fottes, den hat ein anderer schon. Missionsziel. Auf jeden Fall, das ist so ein. Ah, Fottes, schnell weg, da habe ich gesehen, glaube ich. Das kann man hacken hier, das Teil. Und dann gehört es quasi uns, da kann man da reinsteigen und ein bisschen rumballern. Kann man, muss man aber nicht. Auf jeden Fall, das gehört jetzt uns, wenn man das hier hacken tut. Zack. Erfolgreich gehackt, das gehört jetzt uns quasi. Und jetzt kann man vorrücken zum Feind. Irgendwo da ist der Spawnpunkt von der Gegner. Da ist schon einer drauf, das sind viele. Nein, 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 nein. Das habe ich gemeint. Scheiße. Die haben, also die Gegner haben eine Panzerung. Und das ist teilweise richtig, richtig gemein. Weil ich bin jetzt noch am Anfang. Ich bin ein Anfänger quasi in dem Spiel. Und die Leute, wo schon länger das Spiel spielen, die haben auch dementsprechend eine geile Rüstung, geile Waffen und irgendwie ist das alles total unfair verteilt, muss man ganz klar sagen. Man ist so schnell weg, das glaubt ihr gar nicht. Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe jetzt voll auf den, fast ein ganzes Magazin auf den Typ gerotzt und trotzdem nicht down. Da, jetzt tun wir das wieder hacken. Da ist schon einer. Der hat es auch versucht zu hacken, aber da kommt jetzt gleich auch nochmal ums Eck, habe ich gesehen. Ah, shit. Komm. Nein, 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 hinter mir. Fottes, komm her. Scheiße, 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 der ist da. Jawohl. Nein, 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 nein. Der muss sein. Fottes. Nein. Ah, Nahkampf kann ich voll vergessen. Komm her. Du bist so blöd. Ah! Okay, das war jetzt ein dummer Klick. Mein Gott. Wie gesagt, die haben richtig. Jetzt tun wir das nochmal hacken. Die haben andere Schilder wie ich persönlich selber und das ist irgendwie ein bisschen unfair verteilt, aber wenn man gewisse Stunden da in das Spiel investiert, bekommt man auch dementsprechend gute Anzüge, besser gesagt, die Anzüge muss man kaufen und das Spiel ist sehr, sehr umfangreich, da gibt's Masse, tonnenweise von Anzüge, wie heißen die, Dropsuit oder irgendwie sowas, so ähnlich. Und Waffen auch dementsprechend und dann kann man die Waffen upgraden und verbessern und ich habe keine Ahnung. Ich bin voll der Noob in dem Spiel. Also wie gesagt, ich erzähle euch da die Story vom Pferd wahrscheinlich. Und ihr kennt euch wahrscheinlich viel besser aus, aber das sind jetzt meine Grunderfahrungen, sage ich jetzt mal. Den kriegt man. Jawohl. Da ist doch mal einer, den kriegt man auch. Komm, 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 komm. So, bleib stehen. Jawohl.
schnell weg, bevor mich die scheiß Station dahinter sieht. Da ist keiner, so wie es aussieht. Aber ich glaube dahinter. Jetzt versuchen wir mal, das zu hacken. Das ist zwar jetzt im Feindgebiet, aber das versuchen wir jetzt mal zu hacken. Die Zeit. 15, 14, 13. Das müsste eigentlich reichen zum Hacken. Sieht gut aus. Zack, jetzt gehört es uns, jetzt aber schnell weg. 9, 8, 7, 6. Schnell weg hier. Das zeigt es immer noch. Und warum? Au. Jetzt. Jetzt funktioniert. Den holen wir uns auch. Ah, und es gibt hier keine Zielhilfe. Also ist nicht so wie Battlefield 4, wo eine kleine Zielhilfe drin ist. Das gibt es jetzt hier nicht. Da muss man frei zielen. Ist ein bisschen kacke, ganz klar, aber ja, was soll man machen? Auf jeden Fall, das Spiel ist aktuell, wie gesagt, schon länger verfügbar. 2,3 GB groß. Oh! Jawohl, den kriegt man. Daran sieht man, der hat ein Kackschild gehabt. Den hat man jetzt ruckzuck down gehabt, der hat ein Kackschild. Da ist nochmal einer. Auch gut, auch gut. Dahinter versucht einer das Teil zu hacken oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Auf jeden Fall ist er tot. Da vorne gammelt aber nochmal einer. Mal gucken, ob wir den kriegen. So. Jawohl, super, es läuft. Es läuft ja wie im Schnürchen, muss man sagen. Das ist aber ein Ausnahmefall, gell? Also das muss man ganz klar sagen. Jawohl, Kopftreffer. Das ist ein Ausnahmefall, dass es jetzt so gut läuft. Ich habe vorher schon zwei, drei Runden gespielt und muss man sagen... Ah, Kopf. Nein, nein, nein. Scheiß. Maschinenpistole. Fottes. Also Nahkampf kannst du vergessen bei den Gegnern. Kannst du vergessen. Voll für den Arsch. Was wollte ich sagen? Ich habe vorher schon ein paar Runden gespielt und wirklich die ganze Zeit auf den Sack bekommen. Ich habe teilweise eine KD gehabt von 5 zu 22 oder 1 zu 18 oder sowas hatte ich auch schon. Also total, total beschissen, muss man ganz ehrlich sagen. Am Anfang ist man immer angeschissen. Und das ist jetzt mal, muss man sagen, relativ gut. Ich glaube, dass man hier mit einer ordentlichen Plus-KD rauskommt. Aber wie gesagt, das ist Stummerklick, ganz ehrlich. So, den haben wir auch. Der wurde natürlich jetzt angeslackt von dem anderen, deswegen ging der jetzt so einfach. Mal gucken. Das ist zwar jetzt ein bisschen fies, was ich hier mache, das ist praktisch ein Spawn-Camper. Aber ist mir relativ scheißegal, solange ich jede Menge Leute wegkriege. Da ist einer. Jawohl. Solange ich Leute wegkriege, ist mir scheißegal, ob ich ein Spawn-Camper bin oder nicht. Jawohl, nein! Das Scheiß. Ah. Das Visiere, ganz klar, das ist halt kacke. Wenn es nicht automatisch anvisiert, ist das scheiße. Wenn man das von Battlefield 4 gewohnt ist, ist ganz klar, ist man erstmal angeschissen. Den kriegt man auch super. Und da sind nochmal zwei, drei Gegner. Eine ganz normale Granate war das jetzt. Aber die bringt so gut wie gar nichts, so. Von hinten sind die Gegner anfälliger wie von vorne, das muss man auch ganz klar sagen. Fottes? Nein. Wie gesagt, sobald mir einer auf die Pelle rückt, bin ich gnadenlos weg. Sieht man ja jedes Mal. So, wo spawnen wir? Da muss man auch immer ein bisschen warten. Ein Spawnpunkt quasi, kann man da auswählen. Entweder kommt man zum Typ, zum Kollegen oder man spawnt in der Basis direkt oder in so einer Gruppensammelstelle. Das geht auch. Den kriegt man wahrscheinlich nicht. Das ist zu weit weg. Ey, das ist zu weit weg. Aber das da hier können wir wieder hacken, hä? Ja, das können wir wieder hacken. So, so, so. Gleich haben wir es. 50% ist schon vorbei. Oh, da ist irgendwo ein Gegner. Nein, 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 nein! Nein, nein, da muss der. Da hab ich doch gerade einer angeschreckt. Das da, ist das einer? Ja. Jawohl. Super, 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 super. Ah, da war nochmal einer. Okay, da waren zwei. Wow, angeschissen.
Okay, weiter geht's. 3, 2, 1. Die Wartezeiten sind immer ein bisschen ätzend, aber wenn es 3 Sekunden sind, ist halt geil. Es gibt es auch ab und zu 5 Sekunden oder 12 Sekunden. 10 Sekunden gibt es glaube ich auch. Das ist noch richtig scheiße. Wenn man so lange warten muss, bis man ins Spiel reinkommt. Schon wieder. Und das hackt man schon wieder. Hackt man mal. Aber wie gesagt, wenn man sich in das Spiel eingefuchst hat, dann ist es glaube ich gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, am Anfang ist man immer gnadenlos angeschissen. Das werdet ihr merken, wenn es euch interessiert und ihr auch das Spiel runterladen tut. Ist aber ganz klar kein Battlefield, das muss man dazu sagen. Das ist einfach ein... Das ist einfach ein Science-Fiction-Shooter quasi. Im Weltraum, unendliche Zeiten und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Da vorne... feindliches Fahrzeug. Jawohl, den haben wir. Super, super, super. Schnell weg. Das Fahrzeug kommt schon wieder. So, weiterfahren. Wo ist denn? Ah, okay, es fährt weiter. Super. Nein, da ist nochmal eins. Den kriegt man aber so nicht platt. Der hat ein zu starkes Schild mit so einer Kackwaffe. Kann man vergessen. Auf jeden Fall, ihr dürftet das Spiel nicht im deutschen Store kaufen, weil da muss man Plusmitgliedschaft sein und eine Plusmitgliedschaft kostet, das günstigste ist 6,99 €, dann seid ihr einen Monat Plusmitglied. Aber das sehe ich irgendwie nicht ein, deswegen könnt ihr es umsonst im AT-Store runterladen oder im Ami-Store. Ihr müsst einfach anstatt Fotos, ihr müsst einfach einen neuen Account erstellen und dann anstatt Deutschland, Österreich eingeben. Oder Amerika, USA, scheißegal. Und dann könnt ihr da in den Store gehen und euch das Spiel umsonst runterladen. Dann habt ihr quasi 7 € gespart. So. Jetzt bin ich aber voll im Gegnerbereich. Irgendwie ich kacke. Mal gucken. Schläge ich mich mal da. Oh, wow. Da dahinter an. Der hat mich bestimmt gesehen. Ah, Fottes! Heile, zack! Komm, komm! Nein, nein, nein! Das war klar. Das war klar. Scheißdreck. So, weiter geht's. 4 Sekunden, 3, 2, 1 und respawn! Also da hinten kann man richtig geile Kills machen, da laufe ich jetzt immer sehr gerne hin und jetzt schauen wir mal. Und wie ist das Teil jetzt gerade weg? Da ist doch immer so ein Turm gestanden, der ist weg, komischerweise, aber egal, jetzt gucken wir mal davor. Weil das da vorne ist der Hauptspawnpunkt von denen und irgendwie haben wir das voll gut im Griff gerade, muss ich sagen. Ist das einer? Ne, ist keiner. Vorne sind einer. Da vorne war doch gerade einer. Da müsste jetzt eigentlich hier gleich ums Eck kommen. Ist das einer? Nee, das Auto ist das. Da ist einer. Oh, 3 Stück Fottes. Die kriegt man wahrscheinlich nicht. Jetzt warten wir kurz. Granate. Die bringt aber wahrscheinlich nichts. Das kannst du vergessen. Jetzt müssen sie gleich ums Eck kommen. Nein, kriegt man nicht. Scheißdreck. Schnell weg. Der hat mich eigentlich nicht gesehen, der ist eigentlich so doof, echt. Ah, Fottes, okay, super. Sieg. Feindliche MCC zerstört. Die MCC, wenn mich nicht alles täuscht, ist das große Raumschiff praktisch. Wie gesagt, ich bin kein Ober-Pro in dem Spiel, ich bin jetzt ganz normaler, stinkender Anfänger. So, jetzt gucken wir uns, wo kann man, hier ist die KD, okay. 20 Kills, 4 Unterstützung und 5 Tote, das ist schon mal eine geile Quote. Also gut, liebe YouTube-Freunde, ich denke, ich lasse euch jetzt mal mit der geilen KD in Ruhe. Oder besser gesagt, ich verlasse euch mit einer 20:5 KD und dann sieht man sich im nächsten Teil wieder. Ich schau mal, ob ich noch ein paar gute
Gameplays reisen kann. Die werde ich dann dementsprechend hochladen. Und ja, man sieht sich im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Einschalten, euer KingLion83. Ciao, ciao. Zockt nicht mehr so lange, gell? Ciao, ciao.